Nicht über die Geschwindigkeit, wenn wir kämpfen. Ja, hau drauf. Ist eigentlich einer irgendwie Level geschieden? Nein. Wir wollen ja immer alle ziemlich gleich trainieren. Also, trainieren sag ich schon. Das wäre ein Pokémon. Also gleich leveln. Hör mal. Mal langsam auf hier zu spawnen. Wäre sehr nett. Wer auch immer mich da geheilt hat, vielen Dank. Ich liebe, wenn sie diese Attacke macht. Ich wollte eigentlich einen Schatz nehmen, ein Aero-Splitter. Wenn sie einfach nur drauf nippelt und... Warte, auf wen greife ich an? Wäre gut zu wissen. Es ist eigentlich auch ganz gut, dass wir hier ein bisschen die... Warum kommen hier so viele von den Idioten? Dass wir die Knochenidioten hier töten, denn die geben ganz gute... also ganz gut Knochensplitter und die kann man gut verkaufen. Gegen Geld. Also die geben wirklich gut Geld, die Knochensplitter. Deswegen verkaufe ich die auch so gerne. Weißt du was? Was man gegen Vitra auf hier auf Knossolat A. Ja, du kannst halt nur Vitra, ne? Knochensoldat B. Gibt es hier zwei Wege? Ja, ich glaube, da lang ging es nicht wirklich. Deswegen gehe ich hier lang. Ich will meine MP jetzt auch nicht so verschwenden und ganz halt Vitra auf die zaubern. Ja. Knochensplitter, wunderherrlich. Wie gesagt, die geben wirklich viel Geld, deswegen bin ich also sogar ein bisschen froh, gegen die hier zu kämpfen. Okay, dann wechseln wir mal kurz den Charakter. Ich nehme Bartsch und wie sage ich, dass das mein... Nein. Wie sage ich, dass das mein... Dann mache ich das so, weil ich keine Ahnung habe, wie ich sage, dass Bartsch, also in dem Menü, dass Bartsch mein Anführer ist. Weiß ich nicht, wie ich das mache. Ach, ich muss auch noch Gambit ausmachen, weil das ist unwitzig, wenn man den Gig, also den Charakter steuern will, wenn Gambit an ist. Dann versucht er nämlich natürlich von selbst, also er versucht das Spiel, den Charakter zu steuern und nicht mal selber. Und das ist langweilig. Da kann ich auch direkt irgendwas anderes, also keine Ahnung. Da kann ich mir auch ein Let's Play angucken. Ey, ist nichts dagegen, aber wenn das Spiel von sich aus sagt, was Charaktere tun sollen, dann finde ich das einfach doof, weil dann ist das nicht mehr interaktiv. Und nichts dagegen, Let's Plays zu gucken. Ich gucke auch sehr oft Let's Plays. Also was ist sehr oft? Ich gucke fast nur Let's Plays. Ach, hier guckt man gar nicht lang. Cool. Gut zu wissen. Wahrscheinlich ist das für später. Oder man muss einen anderen Weg gehen. Was ist ihr denn für ein Koploss? Level 39, da will ich mit nichts zu tun haben. Deswegen gehen wir hier wieder schön raus. Ich gehe nochmal gucken, ob ich den anderen Weg irgendwie da irgendwas machen kann. Das sieht so dumm aus, wenn wir hier so schnell durch die Gegend laufen. Ja, hier konnte man noch lang. Aber hier ist dann auch nichts. Aber auf der Map
steht doch ganz deutlich. Ah ja, hier ist ein Gitter. Die Gitter werden wahrscheinlich später, wenn man hier nochmal rein muss, einfach weg sein. Hör auf, gemacht zu zaubern, mit Penner. Nicht den Knopf, sondern den Knopf. Gehen wir wieder raus. Und da war nur für Shit und Giggles, lasse ich mal das schnelle Laufen an. Beim Kämpfen. Oder auch nicht. Weil das sieht einfach doof aus und ich kann nicht so schnell reagieren. Aber beim Gehen. Ich schaue es natürlich wieder an. Bitte kommt nicht so viele hier, das ist nämlich ganz unnützlich. Mach doch aus! Joch, muss ich den Brücken? Glaub, Bart baut sie wohl mit weg. Das ist auf jeden Fall gut. Geld ist immer gut, wenn wir sie etwas finden, auch wenn es nicht viel ist. Ich will mich ja ausrüsten, deswegen der ganze Spaß hier. Okay, sobald die hier alle besiegt sind, muss Ash auswechseln gegen jemand anders. Und Fran auch. Ich hol Beth hier rein, Fran machen wir weg, Ash machen wir weg. Und holen... Na komm, wir lassen Fran drin, ne? Weil Penino ist auch Level 17. Ja, dann so. Ich könnte auch natürlich Warn reinholen und die als Healer benutzen. Aber ist ja Wurst. Habe ich den ausgewählt, weil... dass ich ihn angreife? Irgendwie passiert da nichts. Ah ja, Beth, hier müsste ich auch das Gambit wieder anmachen. Was steht da nur in der Gegend rum? Das nehmen wir mit. Ein Eisenhelm. Wunderherrlich. Kann das einer von unseren Leuten tragen? Ja, dich mache ich weg hinter mir. Mach erst den vor mir weg. Ich mache einen Splitter. Ja, und kaputt. Das sind hier einfach zu viele Gegner, die nichts können. Die halten ein bisschen zu viel aus für meinen Geschmack. Vielleicht sind wir einfach auch ein bisschen schlecht ausgerüstet, was weiß ich. Ich habe jetzt wieder irgendwie eine Woche oder so nicht gespielt gehabt. Deswegen weiß ich nicht, wie gut ausgerüstet wir sind. Ja, nicht dagegen laufen. Ledermäuse. Die können wir aber one-hitten, oder? Ja, mehr oder weniger. Betonung auf weniger. Okay. Da war eine Falle, eine Sprengfalle. Deswegen latschen wir auch nicht da lang, sondern hauen jetzt hier den Blacky weg. Wobei ich den Namen immer noch so süß irgendwie finde für das, was es ist. Es ist ein Sluxy und dann ist das irgendwie so ein Fleisch-ATST. Fleisch-ATST, das ist auch irgendwie so ein Satz, so ein Wort geflasht. Wo ich dachte, sowas würde ich nicht sagen. Hast du eigentlich irgendwelche Fähigkeiten außer Analyse? Ja, mach einfach mal an. Ich meine, sie hat ja auch Analyse. Was ist los? Haus weg! Arsch! Ich habe gesagt, du sollst die Fledermaus angreifen. Wieso machst du das nicht? Danke. Weg, Slakti. Die Skelette geben ganz schön viel Erfahrungspunkte. Die geben über 100. Das Slakti jetzt nicht so. Die Fledermaus jetzt auch, glaube ich, nicht so. Ich hätte gern, dass Belthier wieder eine Schlusswaffe hat. Weil nur ein Fernkämpfer ist auch irgendwie doof. Damit habe ich gerechnet. Wahrscheinlich, weil ich selbst so nah daran vorbeigegangen bin.
Ein Windstein. Hau drauf. Okay, weiter geht's. Okay, die Fledermaus kommt noch. Dann machen wir sie mal kurz weg, bevor die uns die ganze Zeit auf die Nerven geht mit hinterher fliegen. Gibt es eigentlich auch einen Zauber oder eine Fähigkeit, um einen Dungeon schneller zu verlassen? Außer wieder rauszulaufen. Ich meine, mir macht das gerade nichts, weil ich will sowieso ein bisschen Geld farmen. Beziehungsweise Geld kann man ja so schlecht farmen in dem Spiel. Sozusagen, sondern wir farmen Gegenstände, die wir dann später verkaufen für teuer Geld oder nicht so ganz teuer Geld, je nachdem, was wir für Gegenstände erhalten. Wie gesagt, die Knochensplitter sind so das teuerste, was wir momentan kriegen. Glaube ich. Die sind weit über 100. Und die kriegt man eigentlich ziemlich einfach von Knochengegnern, also Skelettgegnern. Okay, da sind wir auch schon wieder draußen. Mehr oder weniger, jetzt gleich. Ja, hier. Ich gehe nochmal. Das ist so komisch, dass man in Städten mit Waren rumläuft, obwohl man gerade noch Barsch gespielt hat. Geh weiter. Hier, glaube ich, lang. Hier lang. Nee, hier war schon richtig. Wir müssen nochmal zum Teleport-Kristall. Oder Teleportkristall oder wie die Dinge heißen, ich weiß es nicht genau. Einerseits hasse ich das, dass ich nie mit den Leuten rede, wo so ein Zeichen drüber ist, dass man mit denen reden kann. Aber meine Fresse, ich hasse das, wenn man mit denen redet und die sagen fast nichts Intelligentes. Ist nur Verschwendung von Lebenszeit. Westbüste, Damaskus, Grabstätte, Wraith Wars. Wo meinst du Westbüste? Wir gehen einfach nur nach Rabanastre. Ich weiß nicht mal genau, wo wir hin müssen für den Kaktor. Aber den suchen wir uns jetzt. Auf jeden Fall nicht hier. Ich lese jetzt nochmal im Planbericht nach, wo der Kaktor ist. Der Blütenkaktor oder wie der hieß. Ach, okay, ich hätte... jetzt muss ich nochmal nach Rabanastre mich teleportieren. Um die Quest abzugehen. Ich habe hier nicht gespeichert hier, ne? Also... Lululululu. Also ich... wir sparen jetzt aber mal einen Teleportstein. Da kein Bericht. Mobliste. Wo ist er? Muss das mal genießen. Nitek besiegt Ergebnis dem Auftraggeber mitteilen. Eikom wartet auf dem Minenvorplatz. Der Minenvorplatz. Da waren wir doch gerade. Also da kamen wir doch. Ist doch so doof. Das war, glaube ich, einer von den Schweinenasen. Der war es, glaube ich. Also einer von denen. Oder einer von diesen Ex-Menschen. Einer von denen war es auf jeden Fall, wo er jetzt... ...die Quest abgeben müssen. Das ist ja, glaube ich, richtig, ne? Hier, nein, ich bin wieder... ...ein Irrglauben... Opfer geworden. Aber hier oben ist es. Da muss ich links. Hier immer links. Und dann hier lang.
Und dann sind wir schon da. Ich glaube, du warst das hier, Echsenmann, ne? Ne, du bist nur Minenwächter. Du? Hä? Du? Ach, hier unten wahrscheinlich. Du warst das, ne? Eier, komm. Eier, komm. Keine Ahnung, wie das gesprochen wird. Du hast Nitek wirklich erledigt. Hurra! Und endlich kann in der Mine wieder gefördert werden. Hier, das ist der Dank der Arbeit. 600 Gil, ein Balaklava, eine Rosenkorsage. Ich sehe nicht so viel. Und das kannst du auch behalten. Sandenken ist ein Ei von Nitek. Wenn du das gut abkochst und futterst, gibt es ordentlich Muckis. Schlangenei erhalten. Okay, lecker. Da rüsten wir mal kurz die Leutchen aus. Ich weiß nicht, was ich alles so mittlerweile habe. Ich habe da auch einen Eisenhelm eben bekommen. Gucken wir mal, ob ich hier irgendwie was haben kann. Irgendwer. Ja, du kannst so ein Balaklava tragen. Die Magieabwehr geht ein bisschen. Wir haben den Wildleder. Was haben wir gerade an? Den Kriegshelm. Die Magieabwehr geht um 5 runter, aber die Stärke geht um 5 hoch. Weil ist das doof. Um 3 geht die hoch. Ah ne, das ist der Eisenhelm. Um 2 geht die Magieabwehr runter und um 1 die Stärke. Ja, da weiß ich gerade nicht. Da behalte ich lieber die Magieabwehr. Hier. Du kannst das tragen, weil das ist schon besser für dich. Okay, gut. Eisenhelm, der ist schlechter. Dann lass ihn mal liegen. Ich glaube aber, Izzy kann ihn tragen. Ein Eisenhelm und der wird auch besser sein. Die Magie geht runter. Ist es nicht so schlimm für Paladin? Samurai, Kombo, Magieabwehr geht runter, das ist auch nicht gerade gut. Agilität geht auch runter. Aber dafür geht die Stärke hoch. Aber das ist ja egal. Sie ist stark genug. Fürs Erste. Nee, ich will den Eisenhelm nicht. Kannst du noch irgendwie was tragen? Du kannst den Eisenhelm tragen? Ja, aber wie gesagt, der ist nicht so geil. Vor allem nicht für einen Magier. Auf geht es. Zurück. Dass man nicht an jeden Kristall... Das war so das eine Gute in Final Fantasy 11, dass man von jedem Kristall sich an jeden Kristall porten konnte. Innerhalb einer Stadt. Ich weiß nicht, ob es auch innerhalb von anderen Städten ging, dass man von einer Stadt zur anderen Stadt ich porten konnte mit einem Kristall, das muss ich, weiß ich jetzt nicht. Soweit habe ich nicht gespielt, dass ich eine andere Stadt gefunden habe. Final Fantasy 11. Aber das wäre so supi, wenn man sich von einem Kristall zum anderen porten könnte und nicht immer nur die Teleportkristalle. Mit weiten Entfernungen, Bujaba-Kristall. Wir speichern erstmal. Und dann teleportieren wir uns nach Rabanastre. Und dann gucken wir mal, wo genau der Kaktor war, den ich suchen muss. Planbericht. Insta-Katalog. Nein, Mobliste. Vom Wüstenwind verwählt. Dandro-Ostwüste Dalmaskas. Mit Dandro gesprochen, den Auftrag angenommen. Ein Blütenkaktor terrorisiert das kleine Camp in der Ostwüste und geht Dandro gehörig auf die Nerven. Besagte Blütenkaktor soll sich im Sandlabyrinth in der Ostwüste Dalmaskas aufhalten. Als Beweis seiner Erledigung hätte Dandro gerne die Blüte des Kaktors. Also Sandlabyrinth in der Ostwüste. Ostwüste ist da. Also der Ausgang zur Ostwüste ist dort. Im Osten. Er hätte das gedacht, dass die Ostwüste im Osten liegt.
speichere nochmal hier kurz. Könnte jetzt auch sagen, dass ich einen Schokobo nehme, aber ich gehe lieber zu Fuß. Die Gegner sind zwar nicht stark, aber verdienen trotzdem Gegenstände, die ich verkaufen kann. Naja, wir spielen ja mit Barsch. Und wo ist... Wo ist denn diese Wüste? Also dieses Labyrinth, Wüstenlabyrinth. Wahrscheinlich da hinten, das so aussieht wie ein Labyrinth. Würde ich einfach mal behaupten wollen. Ich hätte mich lieber zum Baheim-Tunnel teleportieren sollen. Ne, da hinten. War ich da hinten schon? Nein, ich glaube, da hätte ich mich auch nicht hin teleportieren können. Wie stark bist du, du kleiner Faktor? Was für Level bist du? Stufe 1. Darf ich dich auch mal angreifen? Ein Erdschein erhalten. Hörst du mich an? Ja. Kannst aber nichts. Wir müssen aufpassen, denn hier ist auch dieser ziemlich große Dinosaurier. Und da können wir nichts machen beim Dinosaurier außer weglaufen, weil der ist, glaube ich, immer noch ein bisschen über uns. So von der Kraft. Ja, zum Beispiel da hinten der hier auf der Flucht. Ich wollte mich schnell machen. So, Dinosaurier uns hinterher, weil die Wölfe, die können wir gut glätten. Ja, die geben halt nichts, ne? Dann gehen wir dahin, wo es aussieht wie ein Wüstenlabyrinth. Aber wir werden auch mal kurz gucken. Da unten rechts kann man irgendwo lang. Da würde ich auch gerne gucken, wo es da lang geht. Was für Level haben sie? Level 5. Okay, das ist auch nichts. Sind wir da, wo ich hin wollte? Hier ist auf jeden Fall ein Pot. Pot ist immer gut. Ein Ether. Umhauen kaputt. Danke. Mindstein. Mal gucken, wo es hier lang geht. Vielleicht zum Lüfistenlabyrinth, was weiß ich. Wo sind wir hier? Aber wir sind auf bei der Gizas-Ebene. Okay, ich nehme mal das Pöttchen mit. Es ist hier auch alles grün. Ich habe nicht gesehen, was ich genommen habe. War jetzt nicht so intelligent, da eben nicht hinzugucken. War nur ein bisschen überrascht, dass da die Gizas-Ebene ist. Oder Gizas. Giza, meine ich. Hau drauf. Danke. Rocket Freeze. Wir hatten schon was aus, ne? Wenn ich schon einen zweiten Schwertschlag aussage. Wir gehen mal hier geradeaus und gucken, wo es dahin geht. Wo der Ausgang uns dahin führt. Bin immer versucht, LB meine ich zu drücken. Das ist die Taste, die das Spiel auf doppelte Geschwindigkeit stellt. Also ist das nicht von den Entwicklern gedacht geworden. So ist das nicht gedacht gewesen von den Entwicklern, dass man die ganze Zeit schneller stellt. Das ist
glaube ich, nur in der Zodiac Age Edition drin. Also im Originalspiel wollte der Entwickler so, dass man so langsam durch die Gegend läuft. Das hole ich mir mal schnell. Die beiden können ruhig den Wolf da attackieren, der ist mir gerade ein bisschen egal. Ein Gegengift. Mal aus, abgesehen davon, dass wir sehr viele Gegenstände bekommen, die wir verkaufen können, kommen wir auch gegen... Stille? Haben wir gerade eine Magie namens Stille bekommen. Wir können auch Gegenstände, die wir benutzen können. Nabina-Stadt, Westwall. Okay, gut, dass wir dann hier sind. Da können wir auch wieder weg. Man kann halt so ein bisschen erkunden, die Welt. Das ist ganz cool, wenn man bedenkt, Final Fantasy X. Ich muss halt mit Final Fantasy X vergleichen, weil Final Fantasy XI ist für mich nicht das vorige Spiel, weil ich das zu wenig gespielt habe und weil es einfach ein MMO ist. Das kann man irgendwie nicht miteinander vergleichen. Obwohl das hier schon sehr MMO-ähnlich ist. Was bist du? Du bist ein Kaktor. Ich dachte, die Kaktoren sehen auch Spaß so aus. Das ist ein Blütenkaktor. Das ist einer, den wir besiegen sollen. Ich weiß nicht, ob das der ist, den wir besiegen sollen. Vielleicht muss mir auch nur eine Blume ergattern. Aus Nadeln, wunderherrlich. Hau drauf. Er pariert die ganze Zeit. Ja, du hast doch Schwarzmagie. Mach mal Feuer auf das Vieh. Okay, mit dem Feuer habe ich jetzt besiegt. Eine Kaktusblüte erhalten. Okay, das ist das, was wir machen mussten. Sieg über Blütenkaktor. Okay. Aber hier irgendwo noch ein Weg, den man, wo man was erforschen könnte. Was ich sagen wollte, Final Fantasy X war es ja ziemlich straightforward. Es war eigentlich, das ganze Spiel war eine gerade Linie. Wenn man das mal ganz böse sagen will. Und hier kann man wenigstens noch ein bisschen. Jetzt kann man sagen, ja, das ist ja nicht, das ist eigentlich auch eine gerade Linie, nur dass man hier irgendwie so ausbucht, also so ein wie sagt man das am besten hier, dass es irgendwie nicht einfach eine gerade Linie ist, im wahrsten Sinne des Wortes, also ein gerader Raum, sondern hier kann man mehrere Kurven gehen und man ist trotzdem immer noch im selben Bereich. So, das will ich damit sagen. Aber was man auch machen kann, ist, man kann hier so aus dem Gebiet rausgehen und man ist in einem komplett anderen Gebiet. Und vielleicht sogar da, wo man noch gar nicht sein muss. Oder so. Diese Niba-Ebene, wo wir gerade waren. Wo komme ich jetzt wieder zu dem Dorf, wo ich hin will? Zu dem Camp. Ich glaube, ich bin da, ne? Bin richtig gelaufen, ja. Du warst es, glaube ich. Der Mann hier auf dem Dingens war das, ne? Hier dann, Bro. Die Kaktusblüte, du hast den Blütenkaktor vom Kopf gerissen. Was? Fein, fein. Genau wie ich dir aufgetragen hatte. Du solltest für den Dienst, den du uns erwiesen hast, nicht unbelohnt bleiben. Du warst uns allen eine große Hilfe, Mann. Dank dir. 500 Gel meine ich, und 10 Potions, wunderherrlich. Ich würde dir noch um eine kleine Gefälligkeit bitten, könntest du diese Kaktusblüte meiner Frau bringen? Offenbar beherbergt unsere Siedlung auf der Südseite des Nebula-Flusses eine Person, die dringend Medizin benötigt. Bei der Gelegenheit fragst du bitte, wo meine Ablösung bleibt. Was für ein See?